Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Schön, dass euch der letzte Part so gut gefallen hat, deshalb gibt es heute direkt den nächsten Part. Ist natürlich noch alles Laberei, ich weiß noch gar nicht, ob der euch gefallen hat oder nicht, denn ich nehme es jetzt direkt hinterm anderen Part auf. Aber vielleicht seht ihr das nie, wenn das euch nicht gefallen hat. So, es sind jetzt unglaublich viele Sachen aufgeploppt, die ich jetzt gerade erstmal mit euch durchgehen möchte. Und zwar ist einmal unsere Forschung fertig. Das heißt, wir haben besseres Holzfällen hier jetzt. Hier können wir jetzt erstmal nicht weiter forschen, sondern wir müssen jetzt scheinbar erstmal 4 der ersten Ära freischalten. Und dann geht es wiederum weiter. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die medizinischen Herbs. Kräuter. Und stellen die her. Außerdem haben wir ein Pop-up gekriegt, dass wir jetzt Häuser upgraden können. Das scheint hier drüber zu laufen. Und wir können, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, aber wir können irgendwie die Häuser jetzt mit Möbeln ausstatten. Und dann gibt es hier aber noch ganz viele irgendwie andere unterschiedliche Sachen. Also wahrscheinlich können wir hier mehrmals die Leute irgendwie mit irgendwas versorgen. Kommt halt drauf an, zum Beispiel mit Bier hilft dann auch wiederum, dass sie dann irgendwie zu einem besseren Haus werden, vielleicht dann auch wieder mehr Platz haben. Und ihr seht, viel, viel Platz, um hier noch was zu machen, ne? Außerdem sollen wir unsere Bevölkerung weiter wachsen lassen und damit natürlich unsere ganze Stadt. Und wir sollen weiteren Fisch produzieren. Was mich aber jetzt sehr, sehr interessieren würde, ist das Statistikbüro. So als Statistikstudent, ne? Könnte man meinen, das interessiert mich. Deshalb lassen wir das doch jetzt erstmal bauen. Dann haben wir hier unten auch wieder ach, so funktioniert das Ding. Ah! Okay. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte mir jetzt hier 50% der Kosten sparen. Kostet hier nur 2, dann sparen wir es vielleicht mal nicht da. Kostet noch gar nichts. Das kostet zum Beispiel schon mal 4. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal effizienter, das da rein zu tun. Interessant. Jetzt können wir hier mal kurz reingucken. Irgendwie immer nur dieselben Sachen, ne? Aber ich nehme mal an, so ein Fruchtsammler schadet mal nicht, noch einen zu haben. Oh, jetzt habe ich nur die einen. Ja, okay, egal. Jetzt habe ich nur das eine Ding gekauft. Wie sieht es denn hier aus? Du lieferst das alles darüber. Ja, machen wir doch mal nicht, oder? Du kriegst doch jetzt hier einfach mal dein eigenes Lager, wo du lagern kannst. Und zwar ja, für Holz, ne? Holz sollte schon viel reinpassen. Wir machen mal alles weg und lassen hier jetzt mal, warte, wir machen einfach Essen und Luxusgüter weg. Das heißt, wir können alles andere hier jetzt noch lagern danach, wenn das dann mal gebaut ist. Ja, und währenddessen wird hier fleißig weiter ausgebaut. Was mich auch, was ich auch noch gut finden würde, oh, jetzt können wir auf Statistik klicken. Oh, das sieht aber auch schön aus. Erstmal ein Screenshot gleich von machen. Schade, dass man hier das HUD jetzt nicht ausblenden kann und so. Naja, damit müssen wir jetzt wohl klarkommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier auf Statistiken. Oh Gott. So, jetzt können wir hier zum Beispiel gucken, der Förster, der kostet uns super viel Upkeep im Vergleich zu den anderen. Dann tun wir das doch jetzt direkt mal beim Förster rein. Ja, perfekt, guck mal, schon Geld gespart. Mann, 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 wir sind aber auch ein Fuchs. Ah, das wird auch hier aktualisiert, sehr schön. Okay, und hier können wir direkt zu denen springen. Mhm. Sehr gut. Hier sehen wir, wie unsere Bevölkerung wächst. Aktuell wächst unsere Bevölkerung ja, aber nur dadurch, dass wir Kinder kriegen. Also dass Kinder, nee, hier scheint auch einer so zugewandert zu sein oder so. Einkommen. Okay, hier können wir uns sehr, sehr detailliert alles angucken. Und ich sehe gerade, es fängt an zu schneien. Der Winter kommt. Vielleicht sollten wir die Leute nochmal kurz ein bisschen Holz hacken schicken. Denn ich habe gelernt in dem Video schon, dass Holz auf jeden Fall schon mal wichtig wäre. Dass wir Holz vorrätig haben. Wenn es kritisch wird. Und dann müssen wir vielleicht jetzt unserem lieben Förster hier nochmal ein bisschen zuvorkommen.
Der hatte ja jetzt gar keine Zeit, das alles abzubauen. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen extra Kraft reinlegen und weitere Leute da hinschicken. Währenddessen, Taverne haben wir uns noch nicht geholt gehabt, ne? Die möchte ich, glaube ich, erstmal haben. Und also es ist ja schön, wie viele verschiedene Arten ich hier habe, Essen zu machen, ne? Aber ich sehe überhaupt keine Not, weiteres Essen zu machen. Ich habe 1000 Essen. Oh, und hier ist natürlich auch spannend, dass man hier die ganze Zeit jetzt den Verlauf sieht, so was man so zur Verfügung hat. Meint, ist das jetzt gerade... Hä? Warum ist der Verlauf denn bei allen gleich, mehr oder minder? Ist das der Handelspreis? Nee. Hm. Naja, wir sind auf jeden Fall gut im Plus, außer bei den Stahlwerkzeugen und bei der Medizin. Sonst sieht gut aus. Nehmen wir uns hier die Taverne mal mit, oder? Oder wollen wir nochmal... Komm, wir rerollen nochmal. Ah, das war nicht gut. Ja, wir könnten jetzt hier halt die Quarry mal mitnehmen. Aber wir sind halt noch nicht mal ansätzlich in der Nähe von was anderem. Und oh, guckt euch diese Landschaft an, wenn hier Winter ist. Mal schauen, ob wir über den ersten Winter drüber kommen. Ne? Ob wir das überleben. Machen wir hier mal auch noch ein Bild von. Schön. Ja, also wie in Anno, ne? Ich werde immer mal wieder anhalten und uns das Spiel auch einfach mal ein bisschen angucken. Und dann auch den einen oder anderen Screenshot machen, um das vielleicht für ein schönes Vorschaubild zu nehmen. Denn ich möchte natürlich, dass die Vorschaubilder immer irgendwie tatsächlich das widerspiegeln, was in den Folgen passiert. Und das geht halt nicht, wenn ich das zu spät mache. Wir rerollen einmal. Und hier könnten wir uns jetzt einen weiteren... Also wir haben hier noch einen Fruit Gatherer, wir haben noch eine Mushroom Farm, wir haben noch eine Schweinefarm auch. Wir nehmen jetzt die Quarry einmal mit. Und das Immigration Office, also das... Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Einwanderungsbehörde. Ausländeramt. Okay. Also das Ausländeramt würde ich auch gern noch bauen. Also... Ich verstehe schon, dass es so im realen Leben quasi Sinn macht, ne? Aber ich finde nicht, dass es hier jetzt Sinn macht. Oh, und was ist hier los? Warum blinkst du so? Weil ihr Aufgaben seid einfach. Das ist ein bisschen penetrant, finde ich. Hm. Aber eigentlich, wir haben ja auch noch genug Platz, ne? Und mal schauen, wie wir jetzt über den Winter kommen. Ich würde jetzt ungerne Holz investieren, wenn wir damit nicht mehr über den Winter kommen. Und wir sehen gerade, der Bedarf steigt auf jeden Fall. Hier stimmt irgendwas nicht mit den Linien. Die sind ja überall gleich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie überall gleich sein sollen. Oder ist das der Preis? Das ist der Preis, der schwankt. Interessant. Oh, und jetzt wird Auto gespeichert. So, jetzt machen wir kurz Pause. Denn wir kriegen neue Karten. Schauen, haben wir noch was Neues? Eine Kohlemine, okay, gut. Nee, dann canceln wir das Ganze, glaube ich, und machen damit mal nicht weiter. Sehe ich irgendwo, wie weit fortgeschritten ich im Jahr bin? Ja, da oben steht's. Wir haben jetzt mittlerweile ein Jahr hinter uns gebracht und haben jetzt Frühling. Und das sehen wir es auch. Hier taut wieder alles auf. Schön. So wünschen wir es uns doch. So. Und was liegt hier? Was ist das? Ach, Leder. Ui, okay. Alles klar. Wir haben uns die Statistiken jetzt schon angeguckt. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt mal die Ausländerbehörde hier hin. Ich nenne es jetzt mal Einwohnermeldeamt, okay? Also das Einwohnermeldeamt bauen wir jetzt dahin. Ich finde, also, ja, Ausländerbehörde klingt irgendwie immer so negativ, finde ich. Also es ist irgendwie, also muss jetzt aufpassen, dass ich hier nichts Falsches sage, was ich nicht ausdrücken möchte. Aber irgendwie hat es leider eine negative Konnotierung, was es überhaupt nicht verdient eigentlich, ne? Ja, gut. Kommen wir aber zurück. Oh, wir haben eine neue Forschung fertiggestellt. Gucken wir uns direkt mal an. Ja, das haben wir jetzt freigeschaltet.
Die sind auch direkt hier unten. Die kosten uns aber 500, die hinzustellen. Ich würde aber eigentlich jetzt gerne mal hier erforschen, dass unsere, ey, wie das die ganze Zeit blinkt, unsere Pilzfarben weniger Holz verbrauchen, wenn wir welche hätten. Wir haben sie halt noch nicht gebaut, weil wir sie, aktuell habe ich das Gefühl, wir haben Essen sowas von im Überfluss, aber es wird sich wahrscheinlich ganz schnell verändern. Je mehr Leute wir jetzt natürlich auch haben, ne? Ich rerolle hier nochmal. Sieht jetzt nach nichts super Interessantem aus. Guck mal, hier sind noch Tiere. Kommt da unser Jäger überhaupt noch dran? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Machen wir hier mal nur noch einen Jäger hin. Und jetzt habe ich zwei Leute hier. Ach, guck mal. Und jetzt kann ich das alles upgraden. Wo haben wir eigentlich Steine? Ich habe noch keinen Steinmetz gekriegt. Das ist ein Skandal eigentlich, ne? Aber wir können uns auch mal weiter ausweiten, indem wir hier weiterhin mit unserem Essen Provinzen einnehmen. Und hier so ein Steinmetz. Ey, das sieht aber auch hübsch aus, das Gebäude, ne? Schön, haben wir einen Screenshot gemacht. Und hier sehen wir jetzt aber auch, dass hier jetzt deutlich abgeholzt wird. Ah, aber auch wieder angepflanzt wird, wie wir sehen. Hier wächst jetzt langsam schon wieder. Okay, interessant, dass das auch einfach wieder angebaut wird. Okay. Gut. Ah, und da. Ah, okay, warte mal. Jetzt möchte ich mal kurz die Farmen entdecken. So, Farm, warte mal. Da stand was bei. Ich möchte kurz lesen, was dabei stand. Okay. Also wir können damit Sachen anbauen und können die dann im Herbst ernten. Mal schauen, ob wir die jetzt einfach, also brauchen wir dafür kein Gebäude oder so? Ich würde hier jetzt gerne Sachen anbauen. Okay, die können wir uns nicht leisten oder warum darf ich das nicht? Oh, oder ging das jetzt auch wieder nicht, weil das so rot markiert war? Oh, das wäre aber nervig. Wäre so wie ein Anno. Ah, und die ist jetzt zu klein, okay. Aber die darf ich jetzt auch nicht bauen. Okay, ich glaube, da stoße ich aber nicht auf viel Begeisterung dafür. Weil dann müsste ich ja jetzt von hier so rüberziehen. Eine Area von mindestens 16, also so. Und dann wiederum hier unten voll machen. Das ist kompliziert, da sollten sie vielleicht nochmal ein Auge drauf machen. Bauen wir die mal ein bisschen schneller aus. Und in der gleichen Zeit gucken wir hier nochmal, was wir hier so Schönes kriegen. Ja, ne? Also gerade spare ich lieber mein Geld mal. Die Leute sind nicht so super zufrieden. Wieso nicht? Ihr habt keinen Spaß. Wo ist die Taverne, wenn man sie braucht? Haben wir hier noch eine? Ja, top. Taverne, let's go. Dann bauen wir euch doch jetzt mal eine Taverne hier hin. Oh, und wir sehen auch hier, die hat eine Reichweite. Deckt jetzt aktuell unsere Häuser ab. Dann bauen wir hier doch jetzt mal eine Taverne hin. Und hoffen mal, dass die Leute glücklicher werden und zufriedener. So, und hier können wir jetzt auch ändern, was angebaut wird. Ich möchte jetzt gerne, dass hier, okay, das Arbeitsamt quasi haben wir jetzt freigeschaltet. Ich möchte jetzt, dass hier die medizinischen Stoffe angebaut werden und bitte nicht hier das Weizen, weil Essen haben wir genug, aber es wäre wichtig, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen Medizin herstellen können. Okay. Wir können damit dann die Priorität von Jobs einstellen. Bauen wir auch mal. Und vielleicht wäre, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nicht genug Holz. Das heißt, wir sollten uns mit der nächsten Karte vielleicht mal noch so einen weiteren Förster schnappen. Und den einfach nochmal in die Welt setzen. Ein Förster. Nehmen wir. Und den Förster, wir lassen ihn mal. Oh, wir haben nicht genug Stein. Wie baue ich denn Stein ab?
Ist das vielleicht auch hier über das Menü? Ja. Okay, Stein baue ich per Hand ab einfach. So, dann geben wir das jetzt mal hier als Auftrag. Baut mir bitte den Stein ab. Und danach baut ihr mir bitte auch hier den Stein ab. Eigentlich hätte ich einfach sagen können, baut allen Stein ab. Okay, aber hier wird jetzt schon angepflanzt. Sehr schön. Hier wird fleißig weiter Fisch gesammelt. Und dass die ganze Zeit blinken, finde ich auch... Ach, oh mein Gott, seht ihr meine Maus gar nicht? Doch. Hä, aber die ist gar nicht an der richtigen Position. Was ist da denn los? Meine Maus ist wo ganz anders. Sag mir bitte nicht, dass das jetzt schon in der letzten Folge auch so war. Das ist ja mega störend. Warte mal. Oh Gott. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Also wir merken auf jeden Fall, das Spiel ist noch nicht fertig. Das ist aber sehr, sehr störend jetzt, dass das hier nicht richtig funktioniert mit den... Okay, müssen wir nochmal auf Fullscreen zurückgehen. Und das Applyen. Ey, das ist aber nervig, dass es mit der Maus nicht richtig geht. Was ist da denn los? Okay, da muss ich mal kurz recherchieren, bevor wir hier weitermachen, weil das ist ja wirklich doof. Bis gleich. Ja, Kingdoms Reborn. Ich hab's gefixt. Also mein Mauszeiger ist jetzt tatsächlich hier über den Orangen. Das ging relativ einfach, indem ich bei Microsoft, also bei Windows, in die Einstellungen gegangen bin, in meine Anzeigeeinstellungen und gesagt habe, bitte mach jetzt 100% statt 150%, die ich sonst auf meinem Monitor habe. Und ich habe das Gefühl, das Spiel ist schärfer geworden. Aber es kann auch sein, dass ich mir das einfach einbilde. Aber vielleicht funktioniert es einfach besser, wenn du das alles auf 100% laufen hast. Könnte ich mir gut vorstellen. So, hier nochmal einen schönen Screenshot gemacht. Und wir sehen jetzt gerade hier, wird schon Stein abgebaut fleißig. Wahrscheinlich ist dann hier auch schon fleißig dran. Ja, guck mal, hier wird super fleißig abgebaut sogar. Okay. Und währenddessen haben wir hier eine Taverne hingesetzt, die jetzt auch unsere Leute weiter versorgt. Mit Happiness. Ne? Also Glücklichkeit ist angestiegen. Aber wir sehen, dass unsere Häuser aufsteigen wollen. Und da stand, Moment, was stand da jetzt? Dass sie ein Luxustier brauchen. Also sie brauchen entweder Bier oder Cannabis. Okay, Cannabis ist Luxus, alles klar. Oder Möbel. Ich weiß halt nicht, wie ich Möbel herstelle. Ah, guck mal. Und hier kann ich jetzt... Ah, okay. Das heißt, wenn ich zu wenige Leute habe, werde ich hier einstellen können, was als erstes besetzt werden soll. Das ist cool. Das ist gut, dass es sowas gibt. Dann kann ich die runtersortieren. Hier kann ich hochsortieren und den Rest automatisch machen. Aber bevor wir das machen, habe ich immer noch das Gefühl, wir haben nicht genug Holz. Aber Mann, warum sagt er mir denn, ich habe nicht genug Stein? Ich habe doch genug Stein. Ich habe doch 162 Stein. Warum sagst du, ich habe nicht genug Stein? Vielleicht bauen wir ihn einfach mal. Ja, okay. Ich darf ihn bauen, aber ich habe trotzdem nicht genug Stein laut ihm. Aber auch hier werden wir direkt daneben ein kleines Lagerplätzchen bauen. Vielleicht auch gar nicht so klein. Hey, ich darf... Also das Spiel restricted einen an Stellen, wo ich finde, dass es das nicht machen müsste. Ist zumindest mein Gefühl gerade. Jo, wir könnten uns hier natürlich auch noch einen weiteren Fischer anlachen, ne? Weiß aber auch nicht, ob das nötig ist, weil beim Essen stehen wir eigentlich echt noch ganz gut da. Bei der... Da haben wir jetzt gar keine krasse Überproduktion gerade. Naja, vielleicht holen wir uns noch einen Fischer. Ah, okay, Moment. Jetzt haben wir hier was freigeschaltet. Plus 10 Fischproduktion. Wenn wir 2 oder mehr haben... Must be slotted in Town Hall. Okay. Das heißt, jetzt weiß ich, was ich hier ausrüsten kann. Nämlich das hier.
Und wenn ich jetzt eine zweite Fischerhütte baue, was wir ja gerade machen wollten, verdammt. Fischerhütte. Nehmen wir uns. Dann sollten die beide deutlich besser arbeiten. So, wo kriege ich die auf eine schöne Effizienz? 92% darf ich aber nicht bauen. 90%, da ist gut. Hast du Fahrrad? Weil du noch keinen Weg hast? Oder woran liegt das? Oder ist jetzt tatsächlich, also ist da nur kein Haus in der Nähe? Und deshalb willst du das nicht. Und jetzt, okay, für jedes Feld ist ein Gärtner zuständig. Das ist natürlich anstrengend. Ah, und jetzt werden hier schon die Sachen eingeholt. Okay. House to Far. Dann bauen wir dir doch jetzt mal gerade. Muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Hier jetzt ein Haus hin. Mal sehen, ob du dann cool bist damit. Ja, guck mal, jetzt steht es dann nicht mehr. Okay, das heißt, wir müssen auch in der Nähe Häuser bereithalten. Alles klar, gut zu wissen. So, und jetzt würde ich dem hier aber auch wieder gern ein Lager hinbauen. Du kriegst nur ein kleineres Lager, aber damit du dein Zeug zumindest mal ablegen kannst und dann weiterschauen kannst. Und das hier wäre jetzt für mich mal das Nächste, was ich auf jeden Fall angehen möchte. Also Cannabis. Wie baue ich das denn ab? Ja, eine Brücke will ich nicht bauen. Aber danke, dass du mich immer wieder darauf hinweist, dass ich das bauen kann. Muss ich dafür irgendwas erforschen? Klingt jetzt erstmal dumm. Ah, Cannabis-Samen. Aber das ist ja, also Samen brauchen wir, vielleicht brauchen wir, ja, natürlich, wir brauchen die Samen. Und dann haben wir quasi ein Gebiet, wo wir es bauen können. Das ist ein bisschen wie bei Anno. Nur, dass du halt keine Samen brauchst, wenn du ein Gebiet, also es ist eigentlich gar nicht wie Anno. Okay, ich nehme es zurück. Wir erforschen da erstmal weiter fleißig. Aber hier das Hauslevel, das müssen wir doch irgendwie jetzt mal hochkriegen hier. Furniture Workshop. Wie kann ich das denn freischalten? 7 von 8. Da fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen alleingelassen. Warte, 7 von 8 Häusern vielleicht? Das heißt, wenn du dazukommst, machen wir mal schneller. Hier. Leute, schnell, 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 schnell. Zack, zack, zack. Ja, wollte mich nur mal kurz umgucken, nicht, dass irgendwas währenddessen passiert. Oh, eine Karawane ist ein Karawan. Ich habe es jetzt einfach mal als Karawane übersetzt. Ich hoffe, das heißt Karawane und nicht, dass hier jemand mit einem Van vorgefahren ist. Handeln wir doch da mal. Dem können wir verkaufen. Okay, was haben wir denn gut? Eigentlich brauchen wir nicht zu handeln, ne? Also es ist schön, dass ich mir das jetzt mal angeguckt habe. Stein könnten wir ein bisschen verkaufen. Ich verkaufe und das kostet mich so. Krieg ich das oder kriege ich das? Nee, ich krieg das hier. Okay. Ich krieg 200, wenn ich 50 Steine verkaufe. Scheint mir jetzt gerade ein ganz guter Deal zu sein. Das Problem ist, ich glaube, ich werde es gleich bereuen. Komm, handeln wir mal, um es mal gemacht zu haben. Ich hätte gerne einmal neu. Okay, aber da geht jetzt auch noch nichts. So. Ich würde jetzt gerne mal, dass hier jetzt mal gerade der Fokus drauf liegt. So. Und bitte zweimal Fokus, ja? Also damit kann man eben irgendwie nochmal Priorität quasi geben. So, wenn das gebaut ist. Das wäre natürlich interessant, weil wir haben 7 Häuser. Das heißt, 7 von 8 würde an der Stelle jetzt passen. Oh, und hier sehen wir auch immer wieder neue Updates. Wir haben einen neuen Bewohner gekriegt durch das Immigration Office. Sag mal, dafür, dass ich hier gesagt habe, doppelte Priorität. Aha. Ich wollte mich gerade auch schon beschweren. Und hier laufen jetzt Leute ohne Häuser rum. Aha, so. So geht's nämlich. So, und jetzt haben wir den freigeschaltet. Jetzt verstehe ich das. Okay.
Wir können Häuser, indem wir mehr Häuser bauen, schalten wir Sachen frei, um Häuser abzugraden. Macht Sinn. Wir kaufen den natürlich direkt, den Furniture Workshop. Und ich würde sagen, den bauen wir doch einfach noch hier ins Stadtzentrum mit rein, oder? Und dann können wir da bald Häuser machen. Häuser, wahrscheinlich Häuser machen. Okay, laufen gleich ab, ist nicht so schlimm. Und da wir ja gerade hier an der Effizienz arbeiten, wollte ich gerade sagen, wir bauen jetzt mal ein Pilz-Ding. Die Sache ist aber immer noch, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass wir nicht genug Holz haben. Und die Angst bleibt weiterhin bestehen, tatsächlich. Wir können hier die Effizienz steigern um 30% oder um 50% oder wir können die Produktivität steigern um 20, 40 oder 60%, je nachdem, wie viele Förster wir haben. Oh, vielleicht machen wir hier auch mal und wir hätten gerne mal, ach guck mal, Prioritize Cutting. Alles klar. Ach, guck mal, hier können wir den genau einstellen, was wir haben wollen. Ja, der kann weiterhin alle Trees cutten, aber bitte plante auch Non-Fruit-Trees hauptsächlich. Bitte priorisier du dich mal aufs Planten, also aufs Bauen von neuen Bäumen, während der hier fleißig weiter abbaut. Und wir können hier jetzt mal das nächste Research auswählen. Das geht auch weiter, also die nächste Forschung. Das geht auch weiter, während wir da nichts am Machen sind. Oh, das hätten wir mal früher machen sollen hier. Dass es weniger kostet, normalen Wald zu besetzen. Das wäre richtig stark gewesen. Oh, wir können noch einen bauen, theoretisch. Ja, ich glaube, der ist jetzt im normalen Rotate mit drin. Das heißt, wir brauchen es nicht. Bringt uns ein weiteres Immigration Office was? Ja, das sieht so aus, als würde der quasi produzieren wirklich. Das heißt, ein weiteres Office würde schneller mehr Leute bedeuten. Möchte aber trotzdem lieber jetzt haben wir es weggemacht und jetzt ist es nicht da. Wir nehmen uns mal noch eine Taverne mit. Achso, ach, die aktivieren wir immer nur einmal und dann sind die global aktiviert, ne? Ja, okay. Das heißt, hier zieht jetzt schon wieder der Winter ein. Während hier der Winter einzieht, würde ich sagen, Westholm hat sich heute in der Folge ganz schön weiterentwickelt. Wir stellen hier jetzt sogar schon unsere ersten eigenen Möbel her. Unglaublich. Ach, guckt euch das an. Ist das hübsch? Es ist hübsch gemacht, das Game auf jeden Fall. Wird, glaube ich, keiner dem Spiel unterstellen, dass es hässlich gemacht ist oder sonst irgendwie was. Außer dieses Sims-Ding. Ich verstehe nicht, wieso sie einfach eins zu eins dieses Sims-Teil übernommen haben. Wäre für mich jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Aber, ne, jeder darf seine eigenen Designentscheidungen treffen. Und wenn sie das gerne so machen wollten, dann dürfen sie das natürlich auch. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge Kingdoms Reborn wieder. Bis dann. Ciao.